Die Azubis der Norma hier in Tilly Park haben die Leitung übernommen von der Norma. Für 4 Wochen jetzt, ohne Chef, machen alles selbst und haben sich natürlich professionelle Hilfe von mir geholt, ist ja klar. Wenn es jemanden gibt, der schnell kassieren kann, bin ich das. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da drin so passiert. Hallo Nina. Hallo. Hi. Ich bin anwesend, wie bestellt. Unter uns, wie ist es ohne Chefs? Besser oder? Naja, also es ist einfach anders, muss man sagen. Teilweise ist es schon ziemlich anstrengend, weil wirklich teilweise merkt man halt, dass wir alle doch noch nicht so viel Ahnung haben wie die Chefs. Aber es macht auch Spaß. Und du hilfst mir jetzt oder ich muss euch helfen oder wie rum? Du musst uns helfen. Was kommt auf mich zu? Also du musst auf jeden Fall Ware verräumen, du musst an die Kasse. Ich denke mal, ein bisschen gebacken wird auch. Erstmal ordentlich anziehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gut. So, ordentlich angezogen. Ihr wisst doch, was ihr euch eingelassen habt mit mir. Profi. Ja, ich hoffe es. Sieht ihr die Angst in ihren Augen? Ja, ein bisschen. Am Ende des Tages wird der Laden wahrscheinlich läuft, super läuft. Aussehen. Ich habe meine Oma eingeladen, alle. Kommen alle. Also los, komm. Oh, machen wir schon Mittag oder was? Wie Mittag? Bier und Chips? Also, was kriege ich eigentlich, wenn ich den verkaufe, den Elektrorasenmäher? Kriegt man da Provision bei euch? Nee, das mein Lob. Hier? Und das muss reichen. Ja, also gut. Ja, ich schieb. So, Vorsicht. Heiß und fettig. Siehst du jetzt, wir haben hier unsere ganzen Artikel, die haben wir schon vorab bestellt. Ja, aber ich trage nur Tucher, das andere Zeug. Du musst alles tragen. Muss ich? Ja. Also. Ich bin eine Frau, ich kann es nicht tragen. Achso, ja gut, okay. Ich dachte, wir haben andere noch, die helfen können vielleicht. Jungs! Ach ja. Ah ja, kommt er schon. Aber hört Zacki hier. Jawohl. Wir sind hier. So funktioniert es bei Norma. Der Herr Max ist Hacki-Zacki unterwegs. Hey, und da, wo es nicht glatt ist, kannst du rennen das nächste Mal, ne? Dass wir uns da mal einig sind. So. Das Wichtige ist, das Zeug auch vegan. Nicht alles. Gut, müsst ihr wissen. Und jetzt müssen wir hier einfach gucken. Landbier, Zirndorfer, 8-mal. Jetzt gucken wir. Stimmt. Okay, dann können wir es abhaken. Bald nur noch 7. Finden Sie alles? Kann ich Ihnen helfen? Geht's? Sehr gut, sehr schön. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach zu mir. Ne? Macht Ihnen einkaufen, macht Ihnen Spaß? Ein zufriedener Norma-Kunde. So haben wir es gerne hier. So, Vorsicht bitte. Ja. Nicht, dass du da wohl dagegen fährst. Das macht immer so hässliche Schrammen. Pause? Pausenglocke? Nee, das ist die Klingel von der Kasse. Das heißt, wir müssen jetzt schnell zur Kasse. Ich muss kassieren. Ja. Super Kassierer! Das geht immer einiges schneller als wie drüben. Das ist aber auch ein Großeinkauf jetzt, oder? Ja. So, mein erster Artikel kann losgehen. Erst muss ich den Wagen überprüfen. Genau, das ist schon mal. So, richtig. Ja, okay. Aha. Aber da war nichts. 7,99 Euro bitte. Jetzt muss ich auf Summe. Jawohl. Jetzt musst du hochziehen. Und was mache ich jetzt? Hochziehen. Also am besten man Schein immer auf Seite legen. Jawohl. Als Beweis. Ja. Weil wenn du jetzt schon reinmachst, dann kann der Kunde sagen, der hat dir 20 gegeben. Genau. Da muss man einen Kassensturz machen. Okay, und jetzt kriegt er quasi. Aber kann ich das dann nicht eingeben, was er mir gegeben hat? Nein, das geht nicht. Muss man Kopf rechnen? Man muss Kopf rechnen. Jetzt, bitte zählen Sie nur mal ganz genau nach, nicht, dass ich da jetzt einen Fehler mache. Das ist das hier nicht. Okay, Martin ist schon so lange her bei mir. 2 Euro und 1 Cent zurück. Alles klar, und Ihren Zettel. Und Ihren Zettel, genau. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei der Gartenarbeit. Ja, die habe ich. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Vielleicht. Rüberziehen, also man kann es einfach so drüberziehen. Man muss nicht. Echt? Genau. Das geht auch. Das erkennt er auch? Ja. Aha. Hier ist der Scanner. Wenn jetzt das nicht spielt, hört ihr jetzt. Doch, das geht doch. Teufelszeug. Alles zusammen, ja? Ja, ja, bitte. Und die Bananchen, was mache ich jetzt damit? Das ist 301. Also dann musst du hier die 301 eintippen und dann aufbringen. Genau, und erst auf die Waage legen, das stimmt. Ah, das ist eine Waage. Ja, klasse, ja. 301 und dann hier wieder, ja? Genau. Jetzt wiegt er. Und jetzt einfach mal hin. Ach so, geht es. Kasse öffnet sich. Aber warum? Tut man sie wieder zu. Einen schönen Tag. Okay, Ihnen auch, danke schön. Bis demnächst. Tschüss. So.
Hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Haben Sie ein schönes Einkaufserlebnis gehabt? Ja. Ja? So, das sind Tomaten. Tomaten? Das ist die 306. Woher weißt du das alles? Das steht hier in der PU-Liste. Ich arbeite dort nicht so lang. Ach so. Der Schlawiner. Ja. Okay. War das richtig? Ja. Genau, und das ist die 301. Genau, das ist 301. Gib mir 2 Stunden und ich schmeiß den Laden. Ja. So, was den Kunden fragen, ob er bar oder mit Karte zahlen möchte. Bar oder mit Karte? Bar. Nur Bares ist Bares. Bar. So, schauen Sie. Ihr Restgeld, bitte nochmal genau nachzählen. Dankeschön. Beschwerden werden nicht angenommen. Ja, ja. Ja, wir befinden die frische Hefe schon. Wir finden die Hefe. Ist immer schon aufregend. Ja, ist es aufregend? Ja. Warum? Mögen Sie einkaufen? Nee. Nein. Ich mag einkaufen. Es ist total, nee. Weil es, ja, ich finde es beruhigend. Aber ich finde es beruhigend einkaufen. Das bringt mich immer so runter. Einkaufen muss. Echt? Um zu leben, wie der Vorhänge. So, darf ich Ihnen die gleich, ja? 3 Stück. Drei Stück, was haben denn Sie vor? Ich backe immer Brot. Oh, ein Mächt. So. Ich backe immer Brot. Selber? Ja. Oh, das ist gut. Da brauche ich. Das ist lecker. Also vielen Dank. Bitte? Das nächste Mal weiter. Empfehlen Sie mich weiter. Feierabend, wie das duftet. Geiles Team, die Azubis von der Norma hier in der Tilly Park. Hat Spaß gemacht. Ich gehe wieder ans Mikrofon, aber vielleicht besser.